Während der Bitcoin am heutigen Nachmittag ganz schön volatil war, sehen wir auf der einen Seite, dass er möglicherweise kurz vor einem großen Short Squeeze in den nächsten Wochen steht. Auf der anderen Seite sehen wir allerdings auch, dass ein US-Gericht jetzt eine Klage gegen Coinbase zugelassen hat. Diese Klage kommt von keinem geringeren als von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, der SEC. Was es damit auf sich hat, was an diesem Fall interessant und relevant ist, damit beschäftigen wir uns im heutigen Video. Darüber hinaus natürlich auch mit aktuellen Bewegungen und vor allem auch mit einem potenziellen Short Squeeze. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und wir erleben momentan wirklich spannende Zeiten. Nachdem gerade in der vergangenen Woche der Abgabedruck in Bezug auf die Bitcoin-Spot-ETFs relativ stark war, sahen wir Montag leichte Zuflüsse und dann einen Tag später am Dienstag deutlich stärkere Zuflüsse. Wir sahen wieder eine Nettodifferenz von fast 6.000 Bitcoin, also über 400 Millionen US-Dollar netto in die Bitcoin-Spot-ETFs. Das übertrumpft mal eben ganz einfach den stärksten Abgabedruck-Tag aus der vergangenen Woche. Die Outflows auf der anderen Seite aus dem Grayscale Bitcoin Trust haben nicht stark nachgelassen. Mit über 3000 Bitcoin sehen wir hier auch weitere 200 Millionen US-Dollar, die aus dem Bitcoin bzw. aus diesem Grayscale Bitcoin Trust abgezogen wurden. Also die gestrigen Zuflüsse sahen wir nicht, weil die Outflows aus dem Grayscale Bitcoin Trust besonders stark nachgelassen haben, sondern weil es eben einen starken Kaufdruck gab. In Bezug auf den Kaufdruck muss man mal ganz ehrlich sagen, gab es heute allerdings zeitweise massive Verwerfungen. Denn ein US-Gericht hat jetzt entschieden, dass die Klage der SEC gegen Coinbase zulässig ist. Das heißt, die SEC hat gegen Coinbase geklagt. Coinbase hat dann gesagt, die Klage ist unzulässig. Das Ganze ging dann schon vor Gericht und das Gericht hat jetzt entschieden, dass Coinbase ohne eine sprechende Registrierung bei der Wertpapierbörsenaufsichtsbehörde eben Wertpapiergeschäfte durchgeführt hat. Das hat zumindest kurzfristig für starke Verwerfungen auf dem Markt gesorgt. Dabei muss man ganz klar sagen, erstens entscheidet das Gericht hier jetzt gerade nur darüber, dass die Klage rechtskräftig ist, also dass die SEC gegen Coinbase dagegen vorgehen kann. Es handelt sich hierbei nicht um ein Urteil. Negativ ist das Ganze vor allem nicht für den Bitcoin, sondern eigentlich nur für den Altcoin-Sektor. Dass Bitcoin kein Wertpapier ist, wissen wir mittlerweile alle. Dass es bei den Altcoins noch große Fragezeichen desbezüglich gibt und einige Marktteilnehmer der Meinung sind, dass es hundertprozentig Wertpapiere sind, das steht ja auch aktuell immer noch groß im Fokus und das Ganze wurde eben jetzt durch ein US-Gericht noch ein weiteres Mal unterstützt. Dabei muss man auch sagen, dass es hier höchstwahrscheinlich vor allem eben auch um das Staking geht. Das Staking-Angebot in den Vereinigten Staaten wird schon seit Jahren scharf kritisiert. Kraken hat ja beispielsweise damals eine Klage gekriegt. Sie haben sich dann mit der SEC in einem Vergleich geeinigt, haben eine kleine Strafe gezahlt und das Staking-Angebot herausgenommen und auch das steht in der aktuellen Klage der SEC gegen Coinbase ganz klar im Fokus. Wie gesagt, hier wurde jetzt noch kein Urteil gefällt. Es ging jetzt nur darum, dass die Klage an sich rechtskräftig ist. Das Ganze müssen wir auch weiter beobachten. Es gibt allerdings auch eine positive Nachricht, denn das Gericht hat auch die Behauptung der SEC zurückgewiesen, dass Coinbase durch seine separate Wallet, diese Coinbase Wallet, als unregistrierter Broker fungierte. Das ist wiederum ein eher positives Zeichen, wobei man im Allgemeinen ganz klar sagen muss, es scheint so, als ob das US-Gericht eher auf der Seite von der SEC steht, was natürlich auch teilweise verständlich ist. Auch aus anderen Gerichtsurteilen ging hervor, dass zumindest einige Token hier möglicherweise Wertpapiere sind. Wie das Ganze einzustufen ist, das muss man weiter beobachten. Im gestrigen Video haben wir uns ja schon desbezüglich im Falle von XRP unterhalten. Hierbei gibt es eben signifikante Unterschiede und interessanterweise gab es erst gestern eine Klage gegen die Kryptohandelsplattform KuCoin. Der Plattform wird nämlich kriminelle Verschwörung im Milliardenwert vorgeworfen. Hierbei klagt die US-Justiz. Auch die CFTC hat sich hierzu eingeschaltet. Interessanterweise betont die CFTC, dass KuCoin unter anderem den Handel von Rohstoffen wie, und jetzt aufpassen, Bitcoin, Ethereum, allerdings auch Litecoin ermöglicht hatte. Also die CFTC hat ihr ein weiteres Mal bekräftigt, dass es sich bei Ethereum um Litecoin sowie auch bei Bitcoin um einen Rohstoff handelt und das haben wir jetzt schwarz auf weiß in einem aktuellen offiziellen Schreiben. Wie sich das Ganze entwickelt, müssen wir wie gesagt weiter im Auge behalten. Es wurde ja auch in den vergangenen Monaten schon mal diskutiert, dass Cryptoassets möglicherweise Rohstoff und Wertpapier gleichzeitig sind, je nachdem, wie man diese hier nutzt. Das Ganze sind allerdings eben viele Fragezeichen, die wir nicht durch eine saubere Dokumentation und Regulierung vor uns liegen haben, sondern das sind eben Punkte, die jetzt noch Stück für Stück vor dem Gericht geklärt werden. Lass an dieser Stelle doch super gerne ganz kurz eine Bewertung da, gerne einen Daumen nach oben, falls dir das heutige Video gefällt und weiterhilft, gerne allerdings auch einen Daumen nach unten, falls es dir überhaupt nicht zusagt, ihr kennt es, dann bin ich natürlich in Bezug auf Kritik in den Kommentaren besonders gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Art der Unterstützung, Freunde. Übrigens in Bezug
Bezug auf die milliardenschwere Verschwörung in Bezug auf den Finanzbereich ging es darum, dass sich KuCoin angeblich nicht an die richtigen Anti-Geldwäscherichtlinien gehalten hat. Das heißt, KuCoin hat lange Zeit gar keine KYC-Maßnahmen durchgeführt. Sie wussten nicht bzw. haben eben die Benutzer nicht ausreichend genug geprüft. Das Ganze wird jetzt eben in der Klage scharf kritisiert. Es geht hierbei um 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, wobei man jetzt ganz klar sagen muss, in der Klage geht man jetzt vom gesamten Volumen aus. Das heißt, KuCoin hat jetzt nicht jeden einzelnen Nutzer KYC verifiziert. Sie haben nicht bei jedem einzelnen Nutzer hier alle Richtlinien eingehalten und deswegen geht man eben als Generalverdacht davon aus, dass die gesamte Summe jetzt eben kriminell genutzt wurde. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall Quatsch, denn es gibt viele Benutzer, die ja einfach keine KYC-Maßnahmen machen mussten, trotzdem am Ende des Tages nicht illegal fungiert haben. Also man muss das hier ganz klar hinterfragen. Trotzdem hat das natürlich für ein bisschen Sorge um KuCoin gesorgt. Wir sahen massive Börsenabflüsse, wobei ich möchte hier weder etwas schön oder schlecht reden. Ihr wisst es, am Ende des Tages sind eure Crypto-Assets am sichersten auf einer Hard-Wallet, egal ob auf einer Bitbox oder auf einem Ledger. Ich habe dazu ja schon einige Videos gemacht. Dort sind die Assets am sichersten. Es geht allerdings bei der Klage gegen KuCoin jetzt eben nicht darum, dass sie Kundengelder veruntreut haben oder so. Es geht darum, dass sie möglicherweise unter anderem Geldwäsche ermöglicht haben, weil sie eben die Benutzer der Plattform nicht nach den aktuellen Anti-Geldwäsche-Regelungen überprüft haben. Ja, haben sie versäumt, sowie auch fast jede andere Handelsplattform, nachdem die US-Justiz jetzt vor allem mit Binance relativ stark abgehakt hat und abgerechnet hat, krallen sie sich eben die nächsten Börsen. KuCoin ist eine der nächsten Börsen und wird mit Sicherheit auch nicht die letzte sein. Dabei wird die aktuelle Bewegung von einigen sehr interessanten Daten begleitet. WisdomTree hat nämlich jetzt beispielsweise die Genehmigung von der SEC erhalten, Bitcoin Spot ETFs in ihre Fonds mit reinlaufen zu lassen. Das sind jetzt keine Riesenfonds, sie beherbergen 206 bzw. 117 Millionen US-Dollar. Allerdings ja, sehen wir eben, dass kleine Schritte am Ende des Tages auch natürlich einen großen Effekt ausmachen. Auch Tidal und Hashtag haben interessante Nachrichten bekannt gegeben. Sie beginnen nämlich jetzt auch mit dem Handel von Bitcoin Spot ETFs bzw. bieten diese an. Also die Entwicklung geht wirklich weiter und auch über die eben genannten Informationen hinaus. Momentan verdichten sich beispielsweise auch die Gerüchte, dass Morgan Stanley in den nächsten 2 Wochen ebenfalls Bitcoin-ETFs auf der eigenen Plattform zulassen wird. Aus Dokumenten von vor wenigen Wochen ging nämlich hervor, dass Morgan Stanley bei der SEC Bescheid gesagt hat bzw. einen Antrag eingereicht hat, aus dem man eben rauslesen kann, dass sie mit bis zu 12 Fonds tatsächlich den Bitcoin kaufen wollen, um eben eine stärkere Portfolio-Diversifizierung hier hinzuzuziehen. Und wir sehen diese wirklich positive Entwicklung, die auch noch laufend weiter positiv ist, nicht nur aus den USA. Immer wieder habe ich darüber berichtet, dass auch Hongkong stärker die Tore aufmacht. Hongkong ist quasi der Finanzdreh- und Angelpunkt für den gesamten asiatischen Raum, zumindest eben vor allem auch großteilig für China. Viel großes Kapital läuft über Hongkong und wir sehen richtig gute Nachrichten, denn Hongkong wird wahrscheinlich Sacheinlagen für die Bitcoin-Spot-ETFs zulassen. Das ist das sogenannte In-Kind-Modell. Einige von euch, die die Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung aus den USA verfolgt haben, werden vielleicht noch wissen, was das sogenannte In-Kind-Modell bedeutet. Es geht hierbei darum, dass man in die Bitcoin-Spot-ETFs nicht nur Fiat-Geld einzahlen kann. In den USA ist es ja so, dass wir das Cash-Modell haben. Das heißt, wenn du Bitcoin-Spot-ETFs kaufen möchtest, musst du Fiat-Geld hinterlegen und davon werden dann die Bitcoin gekauft. Wenn du den Bitcoin-Spot-ETF verkaufst, bekommst du nicht die Bitcoin aus dem ETF, sondern bekommst eben nur das Fiat-Geld, das heißt, die Bitcoin müssen im Hintergrund verkauft werden. In Hongkong sehen wir jetzt allerdings eine Entwicklung in eine etwas andere Richtung. Hier möchte man eben die In-Kind-Modelle akzeptieren, das heißt, dass man quasi Bitcoin in die ETFs einzahlen kann und auch Bitcoin aus den ETFs auszahlen kann. Das ist wirklich ein großer Schritt und für viele Marktbeobachter ist das definitiv eine sehr bullische Entwicklung, gerade weil China bzw. Hongkong hier wirklich, was den Finanzmarkt angeht, nicht zu unterschätzen ist. Der ETF-Analyst Eric Bajunas betonte beispielsweise, dass diese Schritte das AUM, also das Asset Under Management und das Volumen in dieser Region, also vor allem in Hongkong, stark ankurbeln könnte. Wenn Hongkong tatsächlich die Sacheinlagen für Bitcoin Spot ETFs genehmigen würde, wäre das riesig, so betont es auch Noel Achsen, Autorin des Crypto is Macro Now Newsletter. Ebenfalls betonte sie, der asiatische Kryptomarkt ist volumenmäßig viel größer als der US-amerikanische Kryptomarkt, gerade weil eben Hongkong, wie gesagt, ein Dreh- und Angelpunkt in Bezug auf die Finanzwelt ist.
nicht nur was die Hongkonger Investoren angeht, sondern auch eben viele chinesische Investoren, die eben Hongkong hier als Gateway in den Anführungsstrichen freie Wirtschaft nutzen. Zudem sehen wir auch, dass der Hongkonger Vermögensverwalter Value Partners und VSFG mit einem verwalteten Vermögen von ungefähr 5,9 Milliarden US-Dollar jetzt erste Bitcoin-ETFs in Hongkong beantragt haben. Sollten diese genehmigt werden, wären sie tatsächlich die ersten Finanzinstrumente in Hongkong in Bezug auf ein Bitcoin-Spot-Engagement. Also wirklich viele gute Nachrichten, die wir hier sehen. Und gerade wenn wir uns die Anfangsperformance aus den USA anschauen, wie viel Kapital, wie schnell tatsächlich in die ETFs geflossen ist, da bin ich wirklich gespannt, wie schnell wir das Ganze auch in Hongkong sehen, beziehungsweise welche Dynamik das dort annehmen wird. Denn man darf nicht vergessen, in Hongkong haben wir beispielsweise nicht so etwas wie ein Grayscale Bitcoin Trust, der so ein bisschen das Haar in der Suppe aus den USA ist, wo wir natürlich auch viel Abgabedruck drüber sehen. Und obwohl wir dieses Haar in der Suppe hatten, haben wir gesehen, dass der Bitcoin die ersten Monate des Jahres eine wahre Preisexplosion hingelegt hat. Schaut man sich das größte Asset Under Management von den 1338 globalen Fonds an, die gelistet wurden, so sehen wir nach 50 Tagen, dass zwei Bitcoin Spot ETFs mit einem Riesenabstand an der Spitze stehen. Also von über 11.300 Fonds stehen zwei Bitcoin Spot ETFs mit einem so gigantischen Abstand an der Spitze, wenn es eben um das aufgesammelte Kapital geht. Das alles macht mich umso bullischer und ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt. Wichtig an dieser Stelle, ich spreche hierbei natürlich über einen Zeithorizont von mehreren Monaten. In den nächsten Wochen kann es immer wieder zu Korrekturen kommen. Gerade jetzt, wo wir auf das Bitcoin-Halving hinlaufen, sehen wir noch viele Miner, die auch immer wieder Bitcoin verkaufen, um es in die eigene Hardware zu investieren. Also die nächsten Wochen bis Ende, vielleicht sogar kurz nach April, können noch dynamisch werden. Vor allem eben hinsichtlich des Halvings, übergeordnet über die nächsten Monate, bin ich allerdings unfassbar bullisch. Dabei ist der aktuelle Zyklus auch einfach anders. Die Big Player saugen momentan alles auf. Das zeigen uns auch aktuelle Wahladressen, die stumpf nach oben schießen. Also das ist wirklich ebenfalls nochmal bemerkenswert. Gerade seit Jahresanfang schießen die Wahladressen nach oben. Ja, jetzt jüngst mit der Korrektur gab es selbstverständlich auch einige Wale, die Gewinne mitgenommen haben. Das heißt, es gab weniger Wale. Allerdings haben sich ja diese Wahladressen in den letzten Tagen wieder massiv erholt und wir sehen zum aktuellen Zeitpunkt einen weiteren Kaufdruck, was uns natürlich nicht, wie gesagt, vor kurzfristigen Abgabedruck bewahrt. Denn es gibt auch einige Marktteilnehmer, die auf diesen Abgabedruck pochen. Wir sehen laut The Kobasi Newsletter, dass sich der Bitcoin möglicherweise auf einen, laut eigenen Angaben, massiven Short Squeeze vorbereitet. Sie sprechen über eine große Kluft zwischen institutionellen Long-Positionen und Hedgefonds mit Short-Positionen. Das heißt, wir sehen hier eine starke Divergenz zwischen den beiden Investorengruppen und während die Hedgefonds fast 15.000 netto Short-Kontrakte halten, halten die Institutionellen auf der anderen Seite rund 20.000 netto Long-Kontrakte. Also es geht hier wirklich um große Summen und das ist zumindest laut diesem Newsletter der wahrscheinliche Grund, warum die Preisbewegungen in den letzten Tagen so sporadisch waren. Long-Positionen geben nicht auf und wenn eben der Bitcoin entgegengesetzt der Short-Position weiter ansteigt, kann es eben zu einem Short-Squeeze kommen. Wir sehen laut ihren Angaben, dass die Rallyes mittlerweile länger dauern und eben auch schneller verlaufen. Sie betonen, ich zitiere, dies ist ein lehrbuchmäßiges Zeichen dafür, dass die Short-Positionen unter Druck geraten, während wir neue All-Time-Highs erreichen. Dabei sollte man hier zeittechnisch auf die nächsten Wochen schauen. Das ist jetzt kein Ereignis für die nächsten ein bis zwei Tage. Im Allgemeinen, und darüber sprechen wir jetzt wieder über einen Langzeithorizont, sehen wir allerdings, dass das Bitcoin Liquid Inventory Ratio ein neues Allzeittief erreicht. Das bedeutet, dass die Liquidität auf der Verkäuferseite momentan im Verhältnis zur Nachfrage einen historischen Tiefstand erreicht hat, was auch wieder wichtigerweise long-term extrem bullish für den Bitcoin ist. Also wir sehen hier auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung, die natürlich dann über den Bitcoin hinaus am Ende des Tages auch dem gesamten Crypto-Space zugutekommt, denn so funktioniert es nun mal eben, das Kapital wandert in den Bitcoin und dann in die Altcoins. Viele Nachrichten erreichen mich immer wieder, wann wachen die Altcoins denn jetzt mal auf, denn dort gibt es ja kaum Bewegung. Naja, man muss halt schauen, auf welche Bereiche man sich hierbei fokussiert. Der Bereich Künstliche Intelligenz, der Bereich Real-World-Assets und auch der Bereich Gaming konnten in den letzten Tagen und Wochen massiv zu legen. Gerade Real-World Assets, nachdem BlackRock in der vergangenen Woche angekündigt hat, einen eigenen kryptobasierten Fonds auf Ethereum aufzusetzen. Ich wollte das eigentlich noch mit ins heutige Video mit reinnehmen, allerdings würde es den Rahmen des heutigen Videos sprengen, daher ist das heutige Video ein bisschen kürzer. Morgen dafür ein großer Fokus auf den Bereich der Real-World Assets, denn das ist momentan wirklich super interessant. Eine Nachricht in Bezug auf Hongkong wollte ich allerdings noch mit reinbringen, denn das tokenisierte Goldprodukt über die HSB Online Banking App ist jetzt verfügbar. Der HSBC
Gold-Token wird jetzt auf der Origin Digital Asset Plattform der Bank geprägt und kann eben ausgegeben werden. Also gerade der Bereich Tokenisierung geht natürlich weiter. Die HSBC hat ja schon im vergangenen November angekündigt, dass man ein tokenisiertes Goldangebot einführen möchte, wobei man hierbei mit dem in der Schweiz ansässigen Krypto-Verwahrspezialisten Metaco zusammenarbeitet, um eben diese tokenisierten Assets auf die Blockchain zu bringen. Auch hierbei sehen wir eben weitere Schritte der Institutionellen im Bereich der Tokenisierung. Ob man das jetzt braucht, bleibt natürlich fraglich. Am Ende des Tages haben wir natürlich durch die Tokenisierung von Gold jetzt an sich nichts groß gewonnen. Am Ende des Tages musst du trotzdem jemandem vertrauen, dass das Gold auch irgendwo im Tresor liegt. Und ja, am Ende des Tages ist es nichts anderes, als wenn man Goldkontrakte handelt, außer dass man eben möglicherweise diese Token oder Token dieser Art in Zukunft natürlich in DeFi-Ökosystemen nutzen kann. Du kannst diese Token vielleicht als Sicherheit hinterlegen. Und das sind, glaube ich, so die wirklichen Use Cases. Es geht nicht unbedingt darum, ja, wir wollen jetzt unbedingt einen Gold-Token haben, damit wir Gold auf der Blockchain haben. Ich glaube, das ist relativ Schwachsinn. Was allerdings natürlich anwendungstechnisch interessant ist, wenn du dann eben tokenisiert auf der Blockchain solche Token nutzen kannst, um sie als Sicherheit zu hinterlegen, denn ja, so aktiv kann man eben mit irgendwelchen Zertifikaten oder Co. im traditionellen Finanzsektor nicht arbeiten. Du kannst nicht irgendwelche Aktien mal eben easy hinterlegen und dir dafür Geld leihen oder so. Dafür braucht man ellenlange Anträge, bliblablub. Im DeFi-Space wird das Ganze halt relativ easy und für jeden zugänglich ermöglicht, was natürlich gerade für Länder, wo es noch weniger Zugriffe auf solche Finanzprodukte gibt, richtig stark von Vorteil sein kann. Wie gesagt, man kann sich drüber streiten, ob man 99% der Sachen wirklich braucht oder ob es einfach nur was Ausgedachtes ist, um den Hype mitzunehmen. Am Ende des Tages sind allerdings die meisten von uns hier, um eben auch diese Hypewellen mitzunehmen. Aufgrund dessen beschäftigen wir uns im morgigen Video nochmal etwas genauer mit dieser Thematik. Das heutige Video möchte ich an dieser Stelle erstmal beenden. Ich bedanke mich für den Support und die Unterstützung und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.